Bleib hier stehen. So, Conny wartet. Ja, wobei. Ja doch. Wart da, bleib da. Bleib ganz weit weg. Ich will da jetzt reden. Ich denke nicht, dass der Unhold mich angreift. Elex. Elex sieht. Schon mal schon wieder reines Elex. Also es lohnt sich doch. Hier. Separatist. Elex sieht. Ich gehe da jetzt mal noch nicht hin. Sind ja ziemlich friedlich. Elex Ader, die holen wir uns auf jeden Fall. Elexit. Elexit. Du hast so riesige Elex-Splitter, weißt du? Und es ist einfach. Elex. Elex. Separatist. Elex. Seed. Ich rede jetzt einfach mal mit ihr. Was willst du hier? Ihr habt mich doch bereits aus Goliath verbannt. Ich will mit euch Berserker nichts mehr zu tun haben. Ich kann diese ganzen Verstrickungen zwischen den Fraktionen und ihre Gesetze nicht ausstehen. Deswegen sind wir so weit hier draußen. Fernab von ihren Regeln. Jetzt gibt es nur noch uns. Mich und meinen Kleinen da drüben. Meinst du den Unhold? Er ist mein Freund. Er ist mein Beschützer und ich bin sein Beschützer. Du hast einen Unhold gezähmt? Nein, nicht gezähmt. Der Kleine und ich sind Freunde. Ich vermute, dass das Elex in dieser Gegend verantwortlich für unsere tiefe Freundschaft ist. Vielleicht ist mein Freund hier auch einfach nur ein sehr zartfühlender Geselle. Sicher werde ich mir nie sein. Aber ich glaube, das Elex verbindet uns. Es verbindet unsere Geister, lässt sie irgendwie zu einem werden. Unsere Art der Kommunikation geht über alles hinaus, was sich ein einfacher Mensch mit seinem beschränkten Verstand vorstellen kann. Es ist wie wenn zwei Liebende wissen, was der andere will. Ich kann es nicht besser beschreiben. Am Ende ist es auch egal, ob es eine natürliche Kraft meines Freundes ist oder ob das Elex dafür verantwortlich ist. Aber eines weiß ich sicher. Es ist nicht eine so unnatürliche Verbindung wie die der Alps und ihrer Mutanten. Ich habe ihm keine Maschinenteile in den Körper implantiert, um mit ihm kommunizieren zu können. So etwas haben wir nicht nötig. Ich war gerade bei dem einen Satz kurz weg. Wenn du keiner Fraktion angehörst, wieso trägst du dann die Kleidung der Berserker? Weil ich keine andere habe. Ich habe etwas gegen die Fraktionen, nicht gegen ihre Kleidung. Die dir den nötigen Schutz bietet, überleben 3. Solange sie dir den nötigen Schutz hier draußen bietet? Das tut sie. Ich meine, die Alternative wäre, dass ich nackt vor meine Feinde trete. Hier, du siehst aus, als könntest du auch ein paar neue Wechselklamotten benötigen. Mir passen die Sachen nicht und ich habe keine Verwendung dafür. Solltest du sie nicht gebrauchen können, kannst du sie auch verkaufen. Werker, okay. Der Unhold, der hier rumläuft, der gehört dir? Ja, er ist mein und ich bin sein. Wir gehören zusammen. Sind eine Seele, ein Geist. Wer uns versucht zu trennen, wird erfahren, was es bedeutet, zu leiden. Wieso lebst du hier draußen alleine mit dem Unhold? Ich lebe nicht hier. Mein Zuhause liegt weiter oben. Ich lebte dort mit zwei meiner engsten Freunde. Aber das alles war in einem anderen Leben. Was ist passiert? Es war alles gut. Wir haben in unserer Hütte gelebt und wir waren zufrieden. Bis die Alps kamen. Sie haben meinen Kleinen angegriffen und ihn verletzt. Als ich es sah, bin ich ihm so schnell wie möglich zur Hilfe gekommen. Wir konnten sie in die Flucht schlagen. Leider scheinen sie sich an meinen Freunden gerecht zu haben. Jetzt ist alles, was ich habe, mein großer Freund hier. Wenn es wirklich das Elex ist, das uns verbindet, dann kann ich es nicht aufgeben. Ich kann mich nicht um die Alps kümmern und ihn beschützen. Ich weiß, du bist mir nichts schuldig, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du die Alps von hier vertreiben würdest. Gut, dass wir nochmal geladen haben. Wo genau hast du gewohnt? Siehst du den dreizackigen Turm? Dort oben, im Nordwesten. Dort oben steht eine kleine Ruine aus der alten Welt. Da drinnen hatten wir gelebt. Ja, nicht wie Skyrim, würde ich sagen. Ja, Es hat Ähnlichkeiten, aber wieder nicht. Es ist...
Ich werde mich um die Alps kümmern, die euch bedrohen. Es gibt doch noch gute Menschen auf dieser Welt. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber sei vorsichtig. Diese Alps sind nicht zu unterschätzen. Wegen deines großen Freundes. Was ist mit ihm? Du sagtest, er ist verletzt? Ja, die Alps haben ihm ganz schön zugesetzt. Wieso fragst du? Möchtest du helfen? Wie willst du denn einen Unhold heilen? Ich brauche Riesenkraut. Damit könnte ich seine Verletzungen heilen. Aber ich traue mich nicht, danach zu suchen und ihn hier alleine zu lassen. Was ist, wenn die Alps zurückkommen? Wenn du für mich danach suchen könntest, wäre ich dir über alles dankbar. Hatten wir vorhin schon eins von Ding. Wo wächst Riesenkraut? Riesenkraut ist eine seltene Pflanze. Wir haben Glück, dass es hier in der Nähe recht häufig am Fluss wächst. Geh einfach nach Westen, bis du zum Fluss kommst. Fang unten links an der Brücke an und arbeite dich den Fluss hinauf. Okay. Da Riesenkraut niemals nebeneinander wächst, wirst du dem Flusslauf folgen müssen, um genug zu finden. Okay. Das, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Aber warum hat vorhin unser Corny den automatisch angegriffen? Oder warum ist es gleich mit Corny eskaliert? Also ich hole gleich Corny wieder ab. Oder ich würde gern vielleicht mal den Begleiter wieder wechseln. Ich hätte gern unsere Dame wieder vom Anfang, die wir leider über die Schnellreise gemacht haben. Man kann schon sagen, einen Fehler begangen haben. Weil ich wollte eigentlich dort. Komische Drohne, gell? Entweder ist halt, weil sie ist eine Drohne, sie ist halt gleich, oh, Gegner. Der ist böse. Ich weiß es nicht. Ist in der Programmierung drin. Was damals, oder was da Kopf der Drohne abläuft. Hier gibt es schon einiges an Elix. Ich wünsche, es wäre öfter da. Okay, wir haben neue Missionen gekriegt. Den Flusslauf würde ich gern mal als erstes folgen, weil sonst vergesse ich das. Was bist du für ein Vieh? Nachtschatten. Hey, warum hast du den Angriff nicht gemacht? Blöder Arsch. Zack. Kleinen Trank, der tut eh nicht weh. Wo ich da immer auf Setzerbrot warte. Oder aufs Fleisch. Conny? Conny, ich war dran. Die schaut schön aus. Conny ist noch da. Mitkommen. So, Conny schließt sich wieder mir an. Hier haben wir noch Ding. Dann würde ich den Flusslauf, weil den Hinweis mit dem Flusslauf werde ich nicht sonst nur vergessen. Den schaffe ich nicht. Keine Chance. Den umgehen wir. Nochmal. Warum sind hier überall... Kann das sein, weil wir jetzt halt auch stärker geworden sind, dass die Gegner einfach mit stärker geworden sind? Mir kommt es so vor, als ob deutlich stärkere Gegner hier überall rumlaufen. Hier hatten wir ja schon einmal Riesenkraut. Das war ja... etwas rötlich. Ich würde jetzt mal schnell den Flusslauf folgen. Setzerbrot. Da wäre das nächste Riesenkraut und das sind Gegner. Die nicht angreifen, die schreien nur. Aber ich greife dich an! Zack. Okay. Hier ist nochmal ein Riesenkraut. Die schreien meistens halt auch immer nur ein bisschen einen an. Und greifen gar nicht an, erstmal. Aber ich greife sie an. Das ist alles doch eine Erfahrung, was wir bekommen. Hier ist nochmal ein Riesenkraut. Wir schon 3 von 8. Den Viechern kriege ich halt kein Fleisch. Das ist ein bisschen doof. Okay. Okay, wir gucken mal kurz da drüben, ob da vielleicht noch ein bisschen Riesenkraut ist. Irgendwo. Das ist jetzt nicht so mega auffällig, nämlich. Hier ist es noch.
glaube, da hinten ist es noch und da ist es noch. Zack. 5. 3 Stück fehlen uns noch. Was sehe ich sonst jetzt nicht? Da würde ich gerne mal da oben schauen. Salzerbrot. Ja, nehme ich auch. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals denen das vergammelte Brot gegeben haben. Das war... hat uns das Leben deutlich schwerer gemacht, kann man sagen. Also hier ist, sehe ich jetzt keins. Ich sehe einen Haufen Skelks. Ich sehe schon wieder so einen Nachtschatten. Ich würde gerne mal darüber gucken. Ja, da ist noch eins. Richtig gesehen im Augenwinkel. Hier ist auch noch Verbandstasche. Heiltrank. Ich. Werde ich vielleicht mal auch noch einen normalen Heiltrank wieder überlegen. Ich habe ja aktuell nur den kleinen hier drin. So zum Zwischendrin nochmal heilen. Trockenfleisch. Wir haben gelernt, wir brauchen sehr, 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 sehr viel Elix. Wir haben einer da drüben. Da sind wieder zwei Skelks. Nehmen wir aber erstmal das Riesenkraut mit. Putz, 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 putz. Kommst du? Aua. Putz. So, einen kurzen Zwischenheilen mal. Wir haben eh fast nie volles Leben. Das ist ganz gut. Hier geht ein Rohr rein. Bonnie ist halt geil mit der Fackel, mit dem Licht. Okay. Irgendwas Besonderes? Oh ja. So mitten hin wieder. Auch ein Flusslauf. Aber ich glaube, das sind wir am anderen erfolgreicher. Oh. Auch hier so ein Spiel, wo sich meine Kinder immer selber rauchen. Conny ist schon geil mit dem Licht. Ich glaube, deswegen habe ich den auch auf jeden Fall dabei. Ich meine, viele Situationen ist es gut, ein Licht zu haben. Vor allem im Spiel, wir wissen, was passiert, wenn Nacht ist. Haben wir schon erfahren, dass du einfach nichts mehr siehst. Ich sehe jetzt hier kein Riesenkraut mehr. Uns fehlen... nein. Uns fehlen noch zwei. Ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen den Weg weiter. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo wir überhaupt hinrennen eigentlich. Okay. Hier unten noch irgendwo? Sehe ich jetzt auch nichts. Was? Ach, du bist ein bisschen eine Spinne. Ich schaffe mal ja mittlerweile. Da kommt noch eine. Ich habe ja damals versucht, zu die Alps gezogen, um die Alps zu töten. Putz. Du musst halt wirklich den First Hit kriegen. Dann... ist es deutlich einfacher immer. Ich sehe jetzt hier kein Riesenkraut mehr. Auf der Seite. Ich würde gerne hier mal die Brücke nehmen. Hier drüber laufen und weiter rauf. Ich glaube, weit kommen wir eh nicht mehr. Hier ist es sehr schön. Die ganzen Büschen. Allem. Kurz gucken. Irgendwas knurrt mich doch gerade an. Ah, da unten ist ein Hornwolf. Ey, Hornwolf, hast du zufällig Riesenkraut gesehen? Ach, der hat gepennt. Ach, komm schon. Dass man immer drüber hauen kann. Oder drüber haut. Also hier sehe ich jetzt kein... nein, nicht schleichen. Rennen. Hm, hier sehe ich jetzt kein Riesenkraut mehr. Das Lavendel ist schön. Ist doch so Lavendel, oder? Ja. Kenne mich da an Pflanzen nicht aus. Müsste ich meine Mutter anrufen. Die ist, umgeschulter Floristin. Im späteren Arbeitsleben.
Schlüsselfundament. Zwecklose Konstruktion erkannt. Kunstverständnisparameter herunterladen. Kunst? Ich konnte keine Verbindung herstellen. Bitte versuchen Sie es später erneut. Windkraftgrad. Ich sehe jetzt hier aber auch kein Riesenkraut mehr auf der Seite. Das wäre schon interessant, was einmal unsere Zukunft, die Menschen in 200, 300 Jahren über das, was wir bauen, erreicht haben oder etc. über uns denkt. Wäre auch schon mal interessant. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Die sind beide tot? Ja, wie habt ihr das geschafft, gleichzeitig zu sterben? Ach, du bist gar nicht tot. Oh, du lebst sogar noch. Du hast zwei Skelks kaputt gemacht, Nachtschatten. Sind wir stark. War echt stark. Vielleicht habe ich irgendwann... Das wäre ja auch mal eine Idee für mich. Stream mit meiner Mutter zusammen. Bestimmt auch lustig. Bye. Vielleicht irgendwann mal. Wenn mein Streamingzimmer mal soweit fertig ist. Aber ich möchte jetzt erstmal... Bei mir, mein aktueller Wunsch ist mal ein bisschen in Richtung Auto zu gehen. Ich habe jetzt so viel immer ins Streamingzimmer, in Computer und alles. Vor allem in letzter Zeit sehr, sehr viel reingesteckt. Hier möchte ich mal ein bisschen in mein Auto mal ein bisschen was reinstecken. Mal da mal ein bisschen was machen. Kann man ja mal ein bisschen offscreen mit reden. Die erkunden gerade Arnor. Aber kein Arc mit meiner Mutter zusammen. Nee. Ich hätte da schon ein paar Ideen. Ein paar Sachen. Das wäre aber dann eher mehr ein Tendierchen-Video als ein Stream. Tendiere ich zumindest. Okay, hier ist nichts. Ich laufe einfach mal dem Flussufer da oben weiter. Weil es sind schon Quests, wo du sagst, du läufst nur rum und suchst was. Ja. Ich habe sowieso mal ein paar Ideen. So. Ich muss ja sagen, mittlerweile ist ja mein Verhältnis mit meinen Eltern wieder deutlich gut geworden. Ich hatte ja zwischenzeitlich einmal eine Phase, da war mein Verhältnis überhaupt nicht gut mit meinen Eltern. Überhaupt nicht. Also, es war halt schon noch so... Ja, normales Verhältnis kann man schon sagen, aber nicht ein gutes. Halt Mutter-Kind, Vater-Kind-Verhältnis. Mittlerweile haben wir, glaube ich, schon wieder ein gutes Verhältnis. Lag teils an mir, größtenteils sogar an mir. Ja, mittlerweile ist auch wieder alles in Ordnung. Also, eigentlich schon lang wieder. Ich sehe jetzt hier einfach wirklich, ich habe jetzt nochmal rumgeguckt nebenbei, wie ich ein bisschen gequatscht habe. Ich sehe kein. Oh. Ich habe alles jetzt gesehen von kleinen Heilpflanzen, die mir relativ egal waren. Und wenn wir hier am Setzerbrot vorbeilaufen, nehme ich das mit. Von kleinen Heilpflanzen. Ach, selbst wenn ihr pennt, gibt es solche Geräusche von euch, oder was? Boah. Boah. Sag ja, der First Hit ist sehr entscheidend. Den haben die jetzt mal gekriegt. Ist aber auch schon lang her, wo das so extrem schlecht... Oder was mal echt... Kann man schon sagen, extrem schlecht war eigentlich. Da war ich... Noch ein bisschen der... Der böse Bube, kann man sagen. Ich sehe jetzt aber hier wirklich kein Riesenkraut mehr. Oh Gott, Scheiße.
Kreischer? Ne, Kreischer ist neu. Ich kenne ihn noch gar nicht. Alter, unsere Ausdauer hält übrigens mal richtig lang. Ich sehe hier kein Riesenkraut. Mehr da ist der Fluss. Ich sehe einfach kein Riesenkraut mehr. Ich sehe es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt nochmal runter. Vielleicht sehe ich es dann da durch den Fluss. Aber wenn wir hier sind, erkunden wir hier das mal. Herbert? Willkommen im Orbit, Fremder. Hat der Ruf Kalans dich hergelockt? Ich bin eher zufällig hier vorbeigekommen. Man weiß nie, was das Schicksal für einen bereithält. Es gibt noch zu viele Unwissende und Orientierungslose. Für mich bedeutet das, dass meine Aufgabe hier wichtiger ist denn je. Was ist das hier? Meine eigene Radiostation. Wir haben es geschafft, eine Reichweite über ganz Abessa zu ermöglichen. Von hier aus können wir die Menschen über die Gefahren der Wildnis aufklären. Ich betreibe sozusagen Aufklärungsarbeit über das Elex und die vielen Formen des Missbrauchs. Also, wenn du mal irgendwo aus dem Orbit eine Stimme hörst, ist es mit Sicherheit meine. Radiosender, okay. Hatte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet. Aber okay, ich sehe hier, also hier hört der Flusslauf auf. Das ist eindeutig. Hier hört der Flusslauf auf. Hier drüben ist es ziemlich Asche. Oder haben wir die 8 schon? Ich denke nämlich nicht. Nicht verhandelbar. Tue ich mal das. Wo ist denn das? Nein, Travar, Ignaton ist das auch nicht. Haben wir die 8 schon? Oder ist das sowas? Alter. Starken Schnaps brauchen wir auch noch. Das. Ich bin im Suchen nicht so gut. Vor allem nicht in so Open Worlds, wenn es nicht markiert ist. Wenn du einfach nur auf gut Glück irgendwo rumläufst, bin ich nicht gut. Deswegen haben wir auch zum Beispiel den starken Schnaps noch nicht komplett. Also ich laufe jetzt hier nochmal her. Hier drüben war ich auch noch nicht. Das gucken wir uns gleich mal mit an. Da ist aber irgendwas Größeres. Dann können wir... Hier, die Separatisten, genau. Dann suchen wir das gleich. Machen die Separatisten und laufen wieder hier am Fluss entlang. Gehen wir wieder dahin. Das würde ich gerne da drüben nochmal angucken. Das sind aber größere, sehe ich gerade. Da ist was Größeres, oder? Wo ich da eher wieder ein Highground hätte für. Oh ja. Einige größere Dinge. Das sind ein paar größere Dinge. So, Highground. Pardon. Moloch. Die werden mir noch als sehr stark angezeigt. Oder zu stark für mich. Ah, dass der mich trotzdem trifft. Der gerade war hoch. Mal kurz gegenheilen. Hier können wir ja immer ein bisschen rückzugehen. Zack. 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 Zack, der ist down. Okay, Rückzug. Ups. Zack. Zack. Oh, der frisst. Das könnte sich jetzt ein bisschen ziehen. Der frisst nämlich echt Schaden gerade. Ups. Da trifft er mich nicht, okay. Bleib bitte auf der Position.
oder mich nicht triffst. Ah, der bewegt sich zu viel. Ich denke nicht, dass ich den so angreifen kann. Ich möchte aber auch nicht wirklich stehen bleiben. Ja, bewegt dich nicht so viel. Warte mal, zack. 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 Warum treffe ich dich denn nicht? Zack. 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 Wir machen dem schon ordentlich Schaden mit unserem Pfeil. Also mittlerweile machen wir denen Schaden. Zack. Zack. Immer schön vorsichtig sein. Ich bin da lieber vorsichtig. Unser... Ah, Mist. Verzogen. Bisschen wegdodgen können. Solange wir noch ein bisschen wegdodgen können. Dauert halt eine Minute länger. Nee, so wirklich dodgen müssen wir auch nicht. Reicht eigentlich, wenn wir einfach nur weglaufen. Zack. Ja, okay. Der schießt instant auf uns. Wir gehen rauf. Schießen einmal nein. Gehen wieder raus. Gehen rein. Schießen einmal drauf. Ah, zweimal. Der hat nicht getroffen, der Pfeil. Rein. Einmal drauf. Oh, da können wir mehr mal. Weg. Zack. Zack. So wie er gerade steht, ist... Weiß ich nicht, ob ich ihn gerade treffe. Nicht so ausgeschaut. Zack. Zack. Ah, der ist gleich. Gleich hat sich der erledigt. Aber man merkt ja, wie viel Pfeile ich drauf schieße. Den möchte ich im Nahkampf jetzt halt nicht begegnen erstmal. Zack. Tot. Nice. Der Moloch wäre nicht das Problem gewesen, aber der... Er hat drei reines Elex. Und ihr wisst mittlerweile, wie schwer wir ans reine Elex kommen. Ah, dich habe ich jetzt nicht gesehen. Und ihr wisst, wie selten reines Elix eigentlich ist. Wir stellen ja, haben schon oft genug Tränke etc. hergestellt. Das, wir wissen, das ist schon etwas seltener. Wenn wir da gleich drei Stück von einem Gegner kriegen. Es tut uns wirklich leid. Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet. Aber wir müssen jetzt los. Wir fahren auf der Autobahn Richtung Wüste. Es gibt Gerüchte, dass es dort einen sicheren Ort gibt. Und hier auch nochmal Zeug rumliegt. Okay, die Richtung, dann die, dann die. Zu einfach. Wir nehmen alles. Ah, es sammelt sich schon ein bisschen das Elixir zusammen. Mal kurz einen kleinen Trank noch rein. Wir sehen da unten noch eine Kleinigkeit. Ich sehe hier gerade eins nach dem anderen. Deswegen bleibe ich hier nochmal eine Sekunde. Sehen hier unten nochmal eine Kleinigkeit. Gucken wir hier durch. Ich sehe jetzt nur da vorne einen großen Gegner, den ich jetzt nicht unbedingt haben oder kennenlernen möchte erstmal. Snow White, das Waschmittel der Zukunft. Egal welches Geheimnis sie auf ihren Bettlaken befindet, wir kriegen es heraus. Jetzt mit neuer frische Formel und verführerischem Lavendelduft. Entdecken auch Sie die 7 Formeln der Weichheit für nur 10 Mark 50. 10 Mark 50? Mark! Hat der gerade echt Mark gesagt? Hier geht es jetzt, ja, in die Richtung. Ich achte immer noch auf rote Pflanzen nebenbei. Ich würde mir den See da gerne nochmal angucken. Ja, das ist Heilkraut.